Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute wieder mal eine Lokomotive von Bluebricks. Das ist die Bestellnummer 103974. 444 Teile für 24,95. Lokomotive BR160 in dunkelgrün. Eigentlich auch bekannt unter das halbe Krokodil, also zumindest kenne ich das unter dem Namen. Wenn es fertig ist, soll es 26,4 cm lang sein, 6,4 cm breit und 13,1 cm hoch. Das ist ein Modell in 6 Noppen Breite. Dann packen wir es mal aus. Obacht, könnte gleich ein bisschen raschelig laut werden. Eins, zwei, drei. Normale Tüten und eine kleine Zipptüte mit den Haftreifen. Schauen wir mal, ob ich die einbaue. Weiß ich noch nicht ganz genau. Also, wie immer, alles erstmal auf die Teller verteilen und dann lustiges Bauen. So nichts dazwischen kommt, komme ich mit dem fertigen Modell und ansonsten, wie gehabt, immer mit Zwischenschritten. So, mal eben ein kurzer Überblick über die Teile. Rot, Schwarz, Grün. Da ist das auch überall Rot, Schwarz, Grün. Ein bisschen Grau. Ein bisschen durchsichtig und natürlich ein blauer Stein, heißt ja schließlich Bluebricks. Ha, was ein Wortspiel. Ah ja, wie üblich natürlich bei diesen Bausätzen von Bluebricks keine gedruckte Anleitung. Nach der Registrierung kann man sich die Anleitungen kostenlos runterladen. Allerdings, sehr interessant, man kann sich diese Anleitung nach einer Registrierung auch kostenlos runterladen, ohne den Bausatz zu kaufen. Bausatz kaufen hat natürlich den Vorteil, man hat alle Teile parat. Dann schauen wir mal, ob das auch stimmt. Na, ich bin ja mächtig weit gekommen. Das ist Bauschritt 1. Da wird ein schwarzer 2x6 verbaut. Achtet bitte darauf. Den gibt es einmal ohne Löcher in der Mitte und mit Löchern. Und hier wird der mit Löcher gebraucht. Ganz wichtig. Also immer aufpassen, es gibt manchmal gleich aussehende Steine. Und das Ganze ist ein bisschen blöde, weil ich zeige das jetzt mal auf der Bauanleitung. Das ist ein bisschen sehr schwer zu erkennen, dass das die mit Loch sein sollen. Bauschritt 11 und Bauschritt 12. Drauf achten. 11, 2x6 mit Löcher. 12, 2x6 ohne Löcher. Sehr schwer zu erkennen. Schwarz auf Schwarz, also man muss das teilweise erahnen. Also, das sind Genies, was die Bauanleitung betrifft. Der 1x2, da kommt er hin. Er hält genau auf, Obacht, auf 0 Noppen. Ist nicht weiter schlimm, Bauschritt 12. Weil schon bei Bauschritt 13 wird er durch eine 2x2er arretiert und gefestigt. Aber dann packt doch das bitte, diesen einer da in den Bauschritt 13 mit rein. Dann ist das irgendwie besser. Was soll das? Einen Stein irgendwo nur erstmal hinzulegen und den da einfach rumliegen zu lassen, ohne dass der was klemmt. Das ist doof. Also ich würde das irgendwie einen Teil von Bauschritt 12 in Bauschritt 13 mit reinnehmen. Das wäre irgendwie logischer. So, ich bin jetzt mittlerweile bei Bauschritt 20. In diesem Bereich, vermute ich mal, kommt nachher noch die Attrappe für den Akku rein. Wenn man das Ding motorisieren möchte, kommt dann natürlich der Akku rein. Das Blöde ist nur, dass das im Moment noch nicht drin ist. Und diese Steine hier, ich bezeichne sie mal als Klemmkraftverweigerer, solange hier oben noch nichts drauf ist, recht wenig Halt und das bröselt mir andauernd auseinander. Nicht so schön, aber ich hoffe, das Modell entschädigt mich am Ende. Naja, was soll's. Die beiden, also die paar Klemmkraftverweigerer, die werden mit Sicherheit noch gebändigt. Bis jetzt ohne Klebstoff. Ist doch auch schon mal was. Schritt 25, 26. Der Akkudummy ist eingebaut. Ab jetzt ist das Ganze auch wieder stabil. Aber von der Reihenfolge wäre es wirklich sinnvoller gewesen, erst den Akkudummy einzubauen, dann die seitlichen Verkleidungen und dann den vorderen Schnauzenbereich. Weil während man das hier einbaut, ist das hier in diesem Bereich des Akkudummies total instabil.
Also, wenn man sowas nochmal baut, diesen Schritt ruhig mal vorziehen. Bauschritt 30. So langsam kommt bei mir Frust auf. Einmal zwei. Da soll er hin. Der ist nicht dabei. Also werde ich jetzt aus meiner Grabbelkiste irgendwelche Steine nehmen. Das ist nämlich nicht so schlimm, was da hinkommt mit einmal zwei. Weil im Bauschritt 31 wird das Ganze schwarz überbaut. Das heißt, man sieht von den Steinen nichts. Ich brauche nur irgendein einmal zwei Steine. Oder ich nehme in diesem Fall zwei Einer. Also was ärgert mich jetzt aber doch so langsam maßlos. Bauschritt 59. Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Die zeigen hier not included, also nicht damit drin. Sehe ich auch alles ein, wie man die Akkubox da reinsetzt. Jetzt könnte man die da reinsetzen. Finde den Fehler. Das wäre der Platz der Akkubox. Da sind aber ja schon Steine draufgesetzt, wo Stangen dran sind. Das heißt, dieser Schritt 59 wäre der Schritt, der vorhin mal irgendwann war, wo diese Akkubox-Dummies reingebaut wurden. An dieser Stelle hätte der Schritt 59 hingehört. Das ist nicht gut. Weil wenn ich jetzt tatsächlich die Akkubox einbauen wollte, dann müsste ich einiges demontieren. Nicht nur hier diese eine, hier diesen Teil. Das müsste ich alles wegnehmen, nur um dann die Akkubox reinzupacken. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich nicht gut überlegt von der Bauanleitung. Also von dem, der die Bauanleitung gemacht hat, baut ihr das eigentlich auch mal Probe? Weil dann würde einem das doch sofort auffallen, wenn man das Probe baut, dass das gar nicht funktionieren kann. So, mittlerweile bin ich bei Bauschritt 76. Wenn man diese Lok mit dem Bluebricks-Motor motorisieren möchte, dann muss man bei Bauschritt 76 damit anfangen. Hier wird jetzt praktisch das Fahrgestell zusammengebaut. Will man aber einen Motor nehmen, muss man alles das, was, klingt jetzt blöde, alles das, was Motor ist, muss man dann an den normalen Steinen weglassen und praktisch um den Motor das so drumherum bauen, dass das dann danach unterpasst. Ich werde sie nicht motorisiert bauen, aber es ist mal wieder kein Hinweis da, dass das jetzt der Motor werden würde oder so. Einmal zum Verdeutlichen, das hier sind die Bauschritte 76 bis 79. Und das hier ist der Bluebricks Motor. Also, möchte man das ganze Ding motorisieren, die Bauschritte 76 bis 79 weglassen, den Motor nehmen und dann einfach mit der 79 weitermachen. Oh, ich muss mich korrigieren. Das sind die Schritte 76 bis 78. 79 sind ja schon die Räder. Also, aber das, ihr seid ja nicht blöd, das seht ihr. Wenn man Motor haben will, kann man das weglassen und baut an der Stelle weiter. Ich bin immer noch bei der 79, was natürlich nicht darauf zu sehen ist, ist, wenn hier auf der einen Seite das angedeutete Gewicht und das Loch unten ist, vorsichtig drehen, muss das natürlich zwangsläufig auf der anderen Seite oben sein. Die Stangen, die müssen gegenläufig sein, sonst kann das sein, dass das nicht richtig fährt. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das irgendwie in der Bauanleitung ein bisschen gekennzeichnet hätte. Gut, die meisten, die solche Loks bauen, die haben Ahnung von Eisenbahnen und die wissen, dass das so ist. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn man das da irgendwie vermerkt hätte. So, im Bauschritt 80 kommt da auf dem Vierer ein 1x1. Alles klar, überhaupt kein Problem. Aber in Schritt 82 kommt daneben nochmal ein 1x1 und dann dieses Winkelstückchen drauf. Leute, macht euch doch mal ein bisschen Gedanken, wenn ihr sowas konstruiert. Wenn ihr da einfach ein 1x2 nehmen würdet, hätte man schon gleich etwas mehr Stabilität. Wegen der Optik kann das nicht so sein. Also da gehört von der Konstruktion 1x2 hin. Nur damit das stabiler wird. Und gleich eins vorweg. Nein, ich bin kein Mocker. Ich kann sowas nicht konstruieren und bauen. Aber wenn ich sowas baue, erkenne ich, ob das gut ist oder nicht gut ist. Ich selber würde es nicht besser hinkriegen, so von vornherein. Muss ich fairerweise zugeben. Aber da gehörten einmal zwei hin. So, da ist er nun fertig. Ein paar Teile sind über. Insgesamt 5. Ist zwar immer schön, wenn was über ist, aber in diesem Fall, bei mir hat was gefehlt. Und der Frust, wenn das fehlt, ist um Mengen größer, als wenn so ein bisschen was überbleibt. Überwiegend ist die Klemmkraft in Ordnung,
Ab und zu hat man mal so einen Klemmkraftverweigerer dabei, aber dadurch, dass eine Lage überbaut wird, geht das. Ein paar interessante Bautechniken hier hinten, dieses Gefrickel da, das ist interessant, sagen wir es mal so. Sie fährt und sie fährt auch in den Kurven gut. Und selbst, ich muss wirklich sagen, das Aussehen in den Kurven, also das Erscheinungsbild in den Kurven, das ist schick, das gefällt mir. Tja, ist halt ein halbes Krokodil, ne? Aber hübsch, doch. Also das Endergebnis stimmt mich so ein bisschen glücklich, auch wenn ich so während des Baus so ein, zweimal so bis in am Zweifeln war. Wenn man es leiden mag, wenn man die Schwächen von Bluebricks kennt, Kaufempfehlung. Für die, die eine perfekte Bauanleitung haben wollen, Finger weg. Aber ich würde mal sagen, wenn man die Plus und Minus gegenüberstellt, ist das ein überwiegend positives Modell. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Anscheinend hat entweder IKEA das Billigregal extra so groß gebaut, dass der Kampfstern Galactica reinpasst, oder der Kampfstern Galactica wurde so gebaut, dass der in das Billigregal reinpasst, oder nur purer Zufall. Auf jeden Fall bin ich verdammt glücklich, dass das da genau reinpasst. Aber man muss schon eine Krake sein, um das Ding irgendwie tragen zu können.